konkret noch einen Unterschied gemacht zwischen vielen Millionären beim FC Bayern und Stefan Effenberg? Warum? Warum? Weißt du, wird immer nur geschrieben, scheiß Effenberg, der bringt keine Leistung, der spielt mit angezogener Handbremse oder sonst irgendwas. So ein Schmarrn, so ein Scheiß, ehrlich. Das ist für mich nicht mehr... Ich habe lange überlegt zu Hause, ob ich überhaupt hier reinkomme, ob ich überhaupt was dazu sage. Aber ich bin der Meinung, da sollte man schon mal Stellung zu nehmen und dazu was sagen. Das ist für mich nicht nachzuvollziehen, ehrlich. Bei jedem Ding wird gesagt, Effenberg ist derjenige, das in Trondheim war, da haben wir super gespielt, aber ich war noch scheiße, oder was? Wo kommen wir denn da hin? Ja, aber da muss man aufpassen. Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne. Nächste Frage. Ich sage es ja nochmal. Man kann mich kritisieren, alles okay. Ja? Aber nicht über Wochen hinweg dieselbe Scheiße. Ja, das ist das, was mich ankommt.